So Leute, willkommen zum neuen Part von The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Im letzten Part haben wir dieses Haus betreten, haben erstmal geguckt, ob wir irgendwo Triforce Splitter finden. Nachdem ich die Suche dann aufgegeben habe, sind wir hier zum Haus gefahren. Wollten erst das Bild hier vervollständigen, das machen wir dann irgendwie wann anders mal, wenn ich Zeit habe. Und sind dann durch Zufall auf das Loch hier im Kamin gestoßen, wo dann wo ich erst dachte, das wäre ein optionales Item, was da auf uns wartet. Allerdings war es ein storybedingtes Item. Kurz gesagt, wir haben ein Triforce-Fragment gefunden. Wird uns doch irgendwo angezeigt oder so? Ja, hier unten. Triforce-Splitter, Teil des heiligen goldenen Dreiecks, um das sich viele Mythen ranken. Cool. Richtig geil. Was meine Frage anging, von wegen, wo man nochmal die Lieder nachschauen kann, die man kann, das ist gar nicht ganz einfach. Die sind auf dem Gamepad zu sehen, wenn man den Stab des Windes rausholt. Also den Taktstock des Windes heißt er, glaube ich, oder? Moment, ich guck nach. Moment. Taktstock des Windes. Auch wenn man dafür nicht nur Windlieder lernen kann, aber egal. So. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wohin machen wir uns denn jetzt auf den Weg? Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Westen. Gute Sache. Ja, auch wenn wir auch immer den Wirbelsturm nicht gefunden haben. Das wollten wir im letzten Part auch noch machen, aber dann kam halt das dazwischen mit dem Triforce-Splitter und dann war es cool. alles klar. Gut. Wir wollen, ich will nämlich jetzt zu der Insel, die wir schon immer besucht hatten. Da sind wir aber nicht weitergekommen, weil uns irgendwas gefehlt hat. Moment, da war aber auch Feuer, ne? Gut, das machen wir später. Da war irgendwas mit Feuer, da mussten wir nämlich einen Hammer benutzen und da war, glaube ich, auch irgendwas noch was brennend und noch ein paar andere Sachen. Aber wir haben noch nichts, um irgendwas Brennendes zu löschen. Vielleicht kann man das mit Wasser löschen, aber ich will gerade keine Flasche leer machen. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein bisschen weiter mit der Story, aber erst gleich, denn ich würde gern, zu den Orni hinterfahren. Wie heißt's? Draconia. Genau. Mach dieses blöde Kart weg, dankeschön. Ich habe immer noch mein Gamepad hier rumflacken. Es ist schon hilfreich. Ich glaube, das mache ich ab sofort immer, weil man einfach noch eine schöne Karte hat. Da muss ich nicht immer auf Pause drücken. Ich kann ganz normal mit meinem Pro-Controller weiterspielen. Ist ziemlich cool. Genau. Ich suche immer auch den großen Wirbelsturm. Normalerweise kommt der immer, wenn man ihn gerade nicht brauchen kann. Fährt einem immer in den Weg. Aber diesmal, nö. Warum auch? Drüben? Draconia? Sollte eigentlich so sein, oder? Wo ist denn jetzt bitte schon dieser Wirbelwind? Da sucht man ihn einmal und dann ist er nicht da. Typisch. Typisch. Verlässlichkeit von Wind. Immer wenn man ihn braucht, ist er nicht da. Dabei wollte ich doch was ausprobieren. Ich bin außerdem immer noch der Meinung, dass wir eine größere Magieleiste bekommen. Warum? Weil es immer in allen Spielen, in denen man eine Magieleiste hatte, automatisch auch irgendwann eine größere Magieleiste bekam. Wobei, war es bei Link to the Past auch so? Ich weiß es gerade nicht. A Link Between Worlds hat man auch eine größere Leiste bekommen. Zwar optional, aber es ging. Und wir brauchen die ja für das eine Herz. Ich denke, es ist ein Herzteil. Bei diesem Weitfliegen da von den Orni. Denn wir sind in etwa bis zur Hälfte gekommen. Aber ich habe auch ein paar Wirbelstimme verpasst. Ja, aber unsere Magie hätte gar nicht ausgereicht, um überhaupt so weit zu kommen. Ansatzweise. Sind wir langsam mal da? Diese Seefahrten. Gut, man kommt wenigstens voran. Jetzt sind wir da. Alles klar. Zum einen, ich war schon einmal offscreen hier. Ganz kurz, ich wollte eigentlich hier nur Fotos machen, aber dabei habe ich eine Cutscene ausgelöst. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Das heißt, die Cutscene hat nichts überspeichert. Also, es wird alles noch ausgelöst wie vorher. Also, jetzt, die Cutscene hat nichts überspeichert. Kurz auf gut Deutsch, es kommt die Cutscenes. Und ich schieße da einen Pfeil hin, wenn ich treffen würde. Ich weiß nicht genau, wie man hier besten aimt. Komm. Beziehungsweise weiter oben. Komm. Jetzt. Wobei, ich weiß nicht, wie der Wind geht gerade. Ich könnte natürlich auch ein bisschen hier rangehen, aber es wäre ja langweilig. Oder ich gehe doch ein Stück näher ran, weil ich das Gefühl habe, dass die Bomben dass die Pfeile von der Reichweite her nicht registriert werden. Denn ich will eine Bombe treffen, um das Ganze in die Luft zu sprengen. Das hat beim letzten Mal so schön geklappt.
Da kommt nämlich eine Schatztruhe dabei raus. Dankeschön. Wow. Vibration. Und da fällt einfach eine Schatztruhe vom Himmel. Warum nicht? Wer kennt es nicht? Fallende, vom Himmel fallende Schatztruhen. Was ganz normal ist. Und wir halten. Oh, Geld. Geld ist gut. Boah, wir haben schon wieder über 1000 Rubine. What the hell? Gut. Was können wir sonst noch hier entdecken? Hier waren ganz viele Steine. Die wollte ich mal in die Luft sprengen. Kann ich die nicht auch mit dem Hammer kaputt machen? Das ging ja in Ocarina of Time. Ne, hier geht's nicht. Warum auch? So. So und so. Und mach Boom. Da war anscheinend nichts. Oder war da was? Ich hab's nicht gesehen. Nee, hier ist nichts. Kann man, glaube ich, so festhalten. Hier hinten war allerdings ein großer Stein und ich wette, da ist irgendwas. Das würde mich so wundern, wenn hier nichts wäre. Hier ist was, ja. Ansonsten würde die Katze gar nicht erst kommen. Oh, ein Loch. Haben wir hier irgendwas? Moment. Ist hier ein Triforce-Fragment? Ah, wir haben jetzt außerdem so ein, Moment, so ein Haken auf der Karte. Dass wir das Triforce-Fragment haben. Ja, komm, ich will draufdrücken dürfen. Ich will die Karte wieder zumachen. Was ist das? Zum Henker? Ist das so ein Secret Dungeon oder was soll das hier werden? Ich habe Angst. Das sind viele Türen. Hilfe? Ist das sowas? Mir fällt gar kein Vergleich ein, aber irgendwie sowas, wo man erst alle Räume bezwingen muss und dann bekommt man irgendwas. Mir fällt ein Vergleich, alle Räume bezwingen. Ja, ich bekämpfe Räume. Das ist auch was ganz Besonderes. Das kann auch nicht jeder. So ein bisschen, da ist jetzt ein Feuer an. Das ist gut. Warum ist da ein Feuer an? So ein bisschen wie das, bei den Herzen, mit dem Herzteil in, wie heißt's? Majora's Mask, wo man die ganzen Gegner besiegen muss und dann bekommt man zum Schluss ein Herzteil, wenn man alle besiegt hat. Hi. Ihr seid überhaupt nicht nervig. Und der Bogen ist verdammt stark. Möchte ich gerade mal gesagt haben. One-Hit. So viel zu dem Thema. Ja, ich wollte eigentlich eine Wirbelattacke machen, um hier mal ein bisschen aufzuräumen. Die scheinen irgendwie alle miteinander verbunden zu sein. Jetzt brennen nämlich hier schon zwei Fackeln. Ich gucke mich gerade hier um. Ich glaube, das ist der Rückweg dann wieder. Der sieht so komisch markiert aus. Ich gehe jetzt erstmal durch alle Räume, die irgendwelche Fackeln dran haben. Ich denke mal, dass der... dass die anders aussehende Tür ein Rückweg ist. Von einfach persönliche Vermutung. Komm, ich will dich platt machen. Bob. Sieht so toll aus, wenn sie platt gemacht werden. Ah, damit kann man sie außerdem betäuben, sehe ich gerade. Tschüss. Blong. Und nächste Lampe ist an. Gut so. Also die scheinen echt alle verbunden zu sein, weil die... Jetzt haben wir drei Fackeln. Das heißt, hier fehlt noch dieser eine Raum. Gut. Ich denke, die sind alle miteinander vernetzt. Und es gibt immer einen, der mit so einer Tür, der führt entweder zum Ausgang oder in den einen Hauptraum zurück. Gegner. Wer hätte es erwartet? Ach komm. Ich glaube, mit dem Schwert ist es doch einfacher. Das hat nicht so eine ganz lange Aufladezeit. Also Aufladezeit in Anführungszeichen. Ich hätte das Glücksamulett haben. Alle Lichter an? Alle Lichter an. Ich will das Glücksamulett immer noch haben. Die sind wichtig. Die würde ich gerne mitnehmen. Nein! Trollolol. Schwertkombo. Welche war jetzt die Tür, die aufgegangen ist? Die hier? Ich hoffe mal schon. Ich habe nämlich gerade die Orientierung verloren. Hier wollen wir mal durch. Kann nicht schaden. Ui, Schatzkiste. Oh, Geld. Erstmal die kleinen Sachen. Das Beste kommt zum Schluss. Also, warum man hier nicht einfach gelben Rubin reingepackt hat, anstatt zig grüne Rubine, weiß ich auch nicht. Und violetten Rubin. Schade, ich dachte, es gibt hier noch irgendwas Cooles. Das ist schon alles? Nur 50 Rubine? Das ist ja langweilig. Ich dachte irgendwie Herz oder Flasche oder sowas oder irgendwas Cooles, aber 50 Rubine ist ja öde. Ist ja irgendwie schade. Hat man so ein cooles Secret hier eingebaut und dann sind da nur Rubine.
Da hätte man mehr draus machen können. Mensch. Also das war, fand ich jetzt schon ein Herzteil würdig vom Stil her. Oder flaschenwürdig. Wobei Flasche jetzt vielleicht nicht gerade, aber ein Herzteil. Wenigstens so viel. Kann man hier nicht noch irgendwas machen? Ah, ihr hört schon. Da klingt, da bimmelt irgendwas. Das ist immer noch zerstört. Kaputt. Das ist Miuli. Von der wollte ich nämlich ein Bild machen. Nur leider Gottes, naja. Die war, da löst man eine Cutscene aus. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Deswegen wollte ich das onscreen machen. Damit ich das Bild auch mal holen kann. Bevor ich da irgendwas verpasse. Ich habe nämlich keinen Bock, irgendwas zu verpassen. Ich glaube, ich habe nur noch ein, Bild, das verpassbar ist. Vom Storyverlauf her. Und das ist an sich das, Bild von einem Zwischenboss, der im Terra-Tempel, glaube ich, auf uns wartet. Ein Tempel, der noch kommen wird. Genau. Aber der kommt, wie gesagt, noch. Wo ging's nochmal da raus? Wo ich hin möchte? Ich glaube, das war der Weg hier lang. So. Ja. Mikrofon ist gerade näher, als ich irgendwie erst geahnt hatte. So, einmal bitte. Greifhaken. Und schwing dich rum. Außerdem gibt es auf dieser Insel immer noch eine Sache, bei der ich nicht weiß, wie ich da, was ich damit anfangen soll. Da ist nämlich an einer Stelle ist so ein Block in der Wand. Kann man von unten aus sehen. Glaube ich, dass das war. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Cutscene. Hi. Eine Lyra. Oh, so schön. Black, du bist also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich von Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar allein zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Black. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst, aber ein wenig stimmt mich das schon traurig und einsam. Keine Ahnung, ich habe gerade irgendwas weggedrückt und ich habe es nicht lesen können. So muss ich wohl meine Mutter, wo muss ich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachen sieht. Du bist ja seine Mutter, mein Gott. Entschuldigung, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Alles klar, ich mache ein Bild von dir, wenn ich das darf. So, einmal pausen bitte. Zack. Perfekt, dankeschön. Mehr wollte ich gar nicht. Oh boy, ich gebe mir den Bogen. Bogen ist immer gut. Nein, mach weg. Dankeschön. So. Jetzt bleibt mir immer noch die Frage. A, warum ist da ein Rubin? B, da hinten ist nämlich noch eine Kleinigkeit, die ich euch gerade zeigen wollte. Komm ich... Jetzt wollte ich doch nochmal... So. So, kann ich mich da... Nee, ich kann nicht runtergucken. Okay, vergessen. Ich nehme jetzt den kurzen Weg, indem ich einfach selbstmörderisch die Klippe runterspringe, weil Selbstmordversuch und so. Juhu! Au! Was ich meinte, ist, dass da drüben... Moment. Ich rolle ein Stück runter, dann kann ich gleich mein Fernrohr benutzen. Fernrohr ist hier. Und zwar das da, meinte ich. Das sieht aus wie ein Block, den man da rausschieben kann. A, weiß ich nicht, was der bringen soll. Und B, weiß ich nicht, wo das sein soll. Könnt mir in die Kommentare schreiben, wie ich da rankomme. Oder, falls es storymäßig noch kommt, schreibt mir einfach, kommt noch storymäßig oder irgendwie sowas in der Art in die Kommentare, dann weiß ich es wenigstens. Oder wird später noch wichtig oder, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wir haben Boomerang dahin. Boomerang ist cool. So, haben wir das auch erledigt. Also, jetzt bleiben noch die nächsten Haltestellen quasi, und zwar die nächsten Dungeons. Warum mache ich das überhaupt hier? Wie gesagt, ich habe ja eine Karte, so. Moment, wollte ich noch irgendwas holen? Kurz nachdenken? Nachdenken? Ich glaube, nein. Dann halte ich mal Kurs auf den nächsten markierten Punkt, und zwar den hier. Da oben. Bei der Insel. Das war die Insel mit dem Wind. Vielleicht bin ich mit dem Stahlhammer jetzt schwer genug, um dabei nicht weggeweht zu werden. Das kann ja sein. Der eine Frosch meint, Frosch sage ich schon, das war kein Frosch, das war ein Fisch, meinte ja, dass man etwas braucht, damit man schwer wird. Also, am besten einfach 15.000 Kuchen essen, dann ist man schwer genug. Oder man nimmt irgendwas mit Stahl. Ich weiß allerdings nicht, ob es Eisenstiefel hier gibt. Also, ich hätte jetzt gesagt, ich habe ja, glaube ich, auch gesagt gehabt, Eisenstiefel, wäre meine Vermutung.
Aber Stahlhammer ist auch Eisen. War ja auch in Twilight Princess so, in der Mine der Goronen, als ich das erste Mal gespielt hatte, dachte ich immer, das ist immer auch so eine Unlogik an der Stelle. Ich, logisch denken, denke mir, Vorsicht, zieht mir mein Schwert aus der Hand. Was tut es? Es zieht mich komplett hoch, aber nicht mein Schwert aus der Hand. Gibt voll Sinn. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Anti-Magnet-Schwert. Hi, du bist kein Terry. So. Ich probiere das jetzt einfach mal mit dem Steinhammer. Warum nicht? So. Bin ich jetzt schwer genug? Anscheinend nein. Würde ich jetzt einfach mal schwer behaupten. Aber ich komme hier hinten durch. Nein! Das ist ein Laubhaufen. Warum ist ein Laubhaufen? Ne, hat nicht viel gebracht. Kann ich das vielleicht kaputt bomben? Moment, probier mal was aus. So. Nee, bringt nicht viel. Hier ist ein Gegner? Wo ist hier ein Gegner? Wenn ich mal fragen darf. Aber hier sind auch noch Laubhaufen. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes dabei. Moment. So. Magiekrug. Magie. Soll das ein Hinweis sein? Wenn ja, weiß ich nicht zu deuten. Oh Gott. Sehe ich den hier irgendwo? Wenn ja, dann schieße ich ihn gleich mit dem Pfeil ab. Gut. Das heißt, hier ist schon mal ein Schuss in den Ofen, um es mal schön auszudrücken. Also, andere Richtung. Denn da unten war ja auch noch ein Gebiet direkt neben Präludien. Ist so weit entfernt. Oh. Bei dem ja das nächste Ding. Ja, das ist jetzt voll genau ein Ding, ist es einfach. Die nächste Markierung war. Und so fahre ich gleich gegen Portemonnaie, wenn es so weitergeht von der Richtung her. Ich denke mal, das könnten wir sogar den Part noch erreichen. Bis ganz da unten. Dauert halt ein bisschen. Nun muss ich gucken, was ich irgendwie quatsche, weil es sonst nicht sehr spannend, ne? Gut, also. Ja. Habe ich im letzten Mal vergessen, euch nochmal ein frohes neues Jahr zu wünschen. War cool. Silvester ist immer ganz cool. Wenn die Stimmung stimmt, dann ist der Rest auch cool. Welchen von den beiden Feenkoordinaten war ich denn jetzt eigentlich schon? Tingelsinsel, nördliche Triangelinsel, östliches Feenkoordinal, da war ich sicher schon. Blecks Land. Achso, das heißt jetzt so, weil wir es haben. Cool. Wie ist das vorher? Ich weiß es gar nicht mehr. Haifischinsel. Capo Grande. Burp. Was? Treppstieginsel. Stimmt, da waren wir schon. Da war ja das Herzteil. Beziehungsweise, da war ja die Schatztruhe mit dem. Diese unsichtbare Schatztruhe, wo ich nicht weiß, wie ich da hinkommen soll. Wo ich mittlerweile eine Ahnung habe. Südliche Fängkolonial waren wir, glaube ich, noch nicht. Da konnten wir nämlich noch nicht rein. Halte ich mal darauf zu, vielleicht hilft das ja was. Dann machen wir nämlich das noch und gucken, ob wir dann im nächsten Part irgendwie mit der anderen Insel klarkommen. Mach mal diese Scheißkarte weg, ich kann das nicht leiden. Also diese, ich weiß nicht, ihr wisst, glaube ich, was ich meine, dieses, wenn man. Oh, da ist es ja. Da ist er jetzt. Da brauche ich jetzt noch einen Bogen, denn ich möchte jetzt was ausprobieren. Weil ich glaube, ein bisschen näher ran muss ich dann schon noch. Mal sehen. Der taucht ja erst auf, wenn ich nah genug rankomme. Genau. Ich meine, ich konnte ja vorhin auch ein Foto, letztens auch ein Foto von ihm machen. Wenn ich jetzt. Ich probiere einfach mal abzuschießen mit einem Pfeil. Wow, das hat aber ein bisschen gedauert, bis ich ihn getroffen habe. Bob. Und voll erwischt. Ich glaube, das würde irgendwie helfen. Der Wind legt sich. Hi, du. Wirklich imponierend, Junge. Wow, das war eine schnelle Größenänderung. Ich weiß nicht mehr, wie ich den anderen Frosch gesprochen habe. Du bist der Erste, der in der Lage ist, meine Sturmschnellenbewegungen zu durchschauen. Und wie ich sehe, bist du ein wahrer Meister des Windes. Aber du bist auch in der Lage, diesen Bewegungen zu durchschauen. Du bist auch in der Lage, den Bewegungslauf zu durchschauen. Mensch, ich kann nicht lesen. Das ist ein Viertakter. Wie war das? So. Ah, da.
Oh yeah, du hast den Kanon des Sturms erlernt. Wirklich imponierend. Ich bin mir sicher, mein kleines Windstürmchen wird bei einem solchen Meister des Windes wie dir bestens aufgehoben sein. Wenn du dir so schnell mit wie der Wind das große weite Meer überqueren willst, Wenn du so schnell wie der Wind das große weite Meer überqueren willst, mach dir mein kleines Wirbelstürmchen zunutze. Ach ja, mach mich wohl besser auf den Weg nach Hause. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Möge die Macht mit dir sein. Mein Padawan-Schüler. Quasi. Und jetzt können wir warpen? Inwiefern können wir warpen? Es gibt außerdem 6 Melodien, wie ich gerade sehe. Du hast den Kanon des Sturms gespielt. Eine schöne Melodie. Ein Sechstakter muss noch dabei sein. Oh. Cool. Moment, ich will mal kurz was bei der Mutter und Kindinsel probieren. Ja. Ich will mal wissen, ob ich da jetzt rauskomme. Da stand ja, man soll sich den Wirbelsturm irgendwie zunutze machen, um darauf zu kommen. Frage ist, ob man das jetzt so machen kann oder ob das anders geht. Moment, wir werden sehen. Ich komme oben raus. Oh yeah. Oben auf der Butterkehl-Insel. Das ist natürlich tricky. Tricky. Warum ich jetzt wieder runterkomme? Ich bring dich um, Glitzerstaub. Du bist gefährlich. Total. Irgendwie. Oder so. Oh, die Melodie. Du siehst aus wie Fei. Kind, kannst du den Wind kontrollieren? Beachtlich, dass du diesen Ort hier gefunden hast. Ich bin die Königin aller Feen. Na sowas, du erschrickst ja gar nicht, Kind. Sieht selber aus wie ein Kind. Du gefällst mir. Ich werde dir Pfeil und Bogen neue Kraft spendieren. Alter, die sieht voll creepy aus. Das ist die Feenkönigin. Nur so zur Info. Linksblick. Au. Voll in die Brust geflogen. Die Kraft von Feuer und Eis wurden in deinem Bogen aufgenommen. Du kannst jetzt durch Drücken von ZR zwischen deinen Pfeilen umschalten. Nice, Feuer- und Eispfeile, sag ich doch. Sieht aus wie eine Marionette oder eine Marionettenspielerin. Blablabla. Die Eispfeile lassen selbst die lodernsten Flammen zu Eis starren. Die Feuerpfeile lassen selbst stattlichste Eis massive zerschmelzen. Diese Stimme, ey. Ich glaube, ich habe jetzt hoffentlich auch die richtige genommen, wie gerade eben. Die Feen dieser Quelle werden all deine Wunden lindern. Bediene dich ruhig ihrer Kräfte. Du siehst voll creepy aus. Kind, ich muss zugeben, dass ich dich überaus süß finde. Dankeschön. Das Blick von vom neuen König. Gut. Du bist irgendwie creepy. Nur so. Du siehst aus wie eine Marionette, verdammt Axt. Das ist creepy. Das ist nicht nur creepy, das ist verdammt creepy. So, und jetzt in meiner Frage, wie komme ich wieder raus? Kann ich mich nur hier rauswarpen oder... Ich kann aber sicher von Bord gehen. Das ist ja cool. Ich bin auf der Mutter-Kind-Insel und ich finde, ganz ehrlich, die Feenkönigin verdammt creepy. Heilige Axt. Wie komme ich... Also ich denke mal, ich muss mich rauswarpen, um hier wieder rauszukommen. Aber ich will gerade noch eine Fee mitnehmen. Dann bin ich wenigstens wieder geheilt. Hallo. Dankeschön. Anscheinend gibt es ja auch nicht mehr zu tun. Aber wie nice, jetzt haben wir Feuer- und Eispfeile. Feuerpfeil. Aber die verbrauchen auch Magie, wie man sich's denken könnte. Ja. Nice, aber ich habe doch gleich geahnt, dass da irgendwas kommt. Das hat mir wegen der Anzeige oben. So. So ist richtig. Wobei. Ganz ehrlich, ich bleib hier. Ich würde sagen, wir beenden den Part einfach hier, weil das ist gerade so ein idyllischer, ruhiger Ort und das ist voll episch. Und ich glaube, so können wir tatsächlich an zwei Orte reisen, an die wir vorher nicht konnten. Und zwar gibt's ja irgendwo hier unten die Firninsel, genau. Und hier oben war Ignisspitze, war es, glaube ich. Diese beiden Inseln, also ich glaube, die Ignisspitze war ein Vulkan, der im Wasser war. Den haben wir ja vorhin auch gesehen auf dem Weg nach Draconia.
Und die Firninsel war eine Eisinsel. Also das ist Feuer und Eis. Und ich wette, da können wir jetzt mit Eis und Feuer fallen, können wir da jetzt hin. Was sagt denn der Fisch in den Gebieten? Diesen solltest du einen kalten Gletscher, soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Du musst nur, dass man beim Versuch, ihn zu holen, nicht nur ein, zwei Frostbeulen holt, sondern wohl gleich gänzlich zum Eiswaffen wird. What the fuck, geben, damit alles schmelzen kann. Wie, wo? Was hat er gesagt? Nee, das wollte ich nicht. Wo? 4 Regionen im Norden und 3 Regionen im Westen von hier. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ja. Und was hat er hier gesagt bei der Ignisspitze? Bruder, ein Riesenvulkan soll ein sagenhafter Schatz schlummern. Du musst nur das... Ja, okay. Finger verbrennt. Eine Region im Norden. Ja, genau. Mit den beiden werden wir da sicher rankommen. Wenn ich das schon so lese. Und Leute, vielleicht machen wir das sogar schon im nächsten Part direkt, weil mich das echt interessiert, was man da bekommt. Ich denke mal, es ist optional. Ich glaube auch, dass die vorhin Eispfeile relativ optional sind. Bin immer noch verwundert, dass das mit den Glücksamuletten optional war. Kam mir nämlich mehr vor wie eine optionale Quest. Weil da war ja dann doch das Triforce genommen. Und das Triforce kann man schlecht als optional bezeichnen. Das war zwangsweise, schön die Morgenmelodie. Und mit dieser Morgenmelodie möchte ich mich verabschieden bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ah, diese Melodie. Schön. Also Leute, das war's soweit von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Bis dahin und ciao.